Hallihallo, hallo, werte Kartenfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Hearthstone Standard Ranked. Heute werden wir uns dem Druiden wieder widmen. Dem guten Kutun-Druiden, den wir, mit dem wir eigentlich gute Erinnerungen haben, ja? Also ich habe gute Erinnerungen daran, ihr bestimmt auch. Kutun-Druide ist ziemlich gut. Ich würde sogar sagen... Naja, ziemlich gut, ja. Doch, ziemlich, ja, gut. Sagen wir gut, ja. Es ist gut. Der Leech-König. Ich kämpfe gegen den Leech-König persönlich, wie es aussieht. Wir haben diese Karte, was ich gerne halten würde. Und diese eventuell auch. Find die Hand ist ganz gut. Deswegen lassen wir die so. Wir haben unseren Early-Drop, den wir spielen können. Wir haben diese Karte, die uns später mal hilft. Und why not? Der, wenn wir zwei davon haben, plus Kutun, plus den. Ah, jetzt hat er sowas natürlich. 2 plus 2 sind 4. Wir hatten einen 4-5er, um dagegen anzukämpfen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wartet. Aber noch besser ist natürlich, gleich mal eine Karte zu ziehen noch. Haha, das ist eine gute Idee. Und dann den 3-3er zu contesten. Ja. Damit können wir richtig Stress machen. Er muss jetzt mit 3 Mana gegen meinen 4-4er ankämpfen. Und oh, schafft das nicht nur auf diese Art. Damit haben wir jetzt eine Runde bekommen. Wir könnten den spielen. Zum Beispiel. Und hoffen, dass er nicht den 4-3er hat. Aber... ich glaube, das ist nicht so schön, deswegen spielen wir einfach den da und beenden. So. Nächsten Zug haben wir 4 Mana. Wir können das spielen, wir können den, um seinen 4-3er zu töten, beziehungsweise die Heldfähigkeit vielleicht auch nur. Es kommt ganz drauf an, was er alles hat. Wir können auch einfach. Ja, er hat nur diese Karte. Kann natürlich nervig für uns werden. Meine Klinge ist durstig. Okay, das ist optimal für uns. Weil wir damit reinhauen, dann ist er auf einen. Ach Quatsch, wir machen das so. Das ist Mana-effizient und wir kriegen sein ganzes Feld weg. So, nächste Runde können wir wieder den machen, dann können wir den machen zum Beispiel. Wenn er überlebt, wird das natürlich crazy. Okay, er wird nicht überleben, er wird uns aber eine Karte ziehen lassen. Und das ist eine Karte, die der Gegner aber nicht weghaben will, sonst könnten wir damit zum Beispiel ihn einfach töten. Und ich glaube nicht, dass er den am Leben lässt. Vielleicht will er beide am Leben lassen, ich weiß nicht. Vielleicht tötet er ihn durch einen weiteren Execute. Oder möchte er einfach sein Feld aufbauen. Das war ein schwerer Fehler. Schau, was wir bekommen haben. 5 und 2 Schaden auf alles. Dann haben wir noch 2 Mana und können was ausspielen. Wir können aber auch den ausspielen. 4 Schaden drauf machen. Dann noch für 4 Mana irgendwas ausspielen, aber das ist eigentlich egal alles. So, sein Feld ist weg. Und wir können weitermachen mit unserem Quatsch hier. Das war eine schöne Sache. Wir haben die Karte auch noch bekommen. Woher? Ach so. Hä, woher? Keine Ahnung. So, er hat seine Lektion gelernt, wie es aussieht. Unsere Lektion wird sein, den zu töten. Für 4 Mana könnten wir das machen. Und dann hätten wir noch 3 Mana übrig. Wir können auch hoffen, dass wir damit irgendwas ziehen. Oder damit. Wir können damit auch rampen. Dann haben wir noch... wartet. Dann sind wir nächste Runde auf 10 Mana. Und können natürlich Dinge erledigen, aber ich glaube... wir machen es auf die Art. Erstmal kriegt er einen Schaden. Wir ziehen eine Karte. Das ist gut. Ich glaube, wir werden jetzt das tatsächlich in Angriff nehmen. Ja, doch. Ja, in 2 Mana-Kristalle. So. Und dann fügen wir ihm 3 Schaden zu. Dann können wir nächste Runde den spielen. Oder den und den. Und dann Kutun. Das ist eine gute Sache. Das plus das und dann Kutun.
Wenn er dann nämlich überlebt, für das Imber, dann kommen nämlich 20 Schaden einfach mal aufs Feld. Und es besteht eine gute Chance, dass er 5-7 dann nicht so einfach wegbekommt. Deswegen. Her damit! Und wir haben noch die Chance, ihn zu spielen, also. Ich hätte gerne einen Diener, oder? Wir haben schon ziemlich viele Diener. Wir nehmen einen Zauber. Oh, das ist alles nicht schlecht. Ich glaube, das ist sogar am besten gerade, oder? Ja, 6 plus 4 können wir nicht machen. Das war's. So, und wir ziehen eine Karte. Das ist eine gute Sache. Why not? So, jetzt muss er ihn noch loswerden. Oh, hat er auch noch. Da hat er alles, was er brauchte. 14 Schaden. Eigentlich besteht eine gute Chance, dass er einfach stirbt. So, also, erledigen wir mal hier. Wow, wirklich? Ah, gerade geschafft. Perfekt. Okay, ich glaube, jetzt dürfte er tot sein. Außer hat Execute. Das ist die einzige Karte, die noch rettet. Einer hat er mal benutzt, aber was ist los? Ah, Mann, er hat sie. Hat, oder? Er muss sie jetzt ziehen. Ah, hat sie nicht gezogen. Okay, er kann sie nochmal ziehen. Ah, hat sie nicht gezogen. Er hat nicht sein einziges Execute gezogen, was ihn, was die einzige Karte war, die ihn hätte retten können. Ja, ich würde nur sagen, Pech gehabt, Krieger. Kommt davon, wenn so ein scheiß Face-Deck spielt. Drache ist, na gut, Control-Face. Aber er wollte damit nur Face gehen, ja, ich weiß das. Er ist damit fast nur Face gegangen, ja. Deswegen hat er meinen Drachen leben lassen. Eine sehr dumme Sache. Damit konnten wir sein Feld töten. Und ein Minus gemacht. Das ist schon nicht schlecht, aber wir haben die Karte. Das heißt, ich würde sagen, wir bringen die zwei weg. Und haben diese perfekte Karte für den Anfang. Oh, die haben wir auch noch. Die tötet auf jeden Fall sein 1-3er, weil wir die zweimal im Feld haben. 2-1-1er plus die Heldenfähigkeit. Das heißt, er wird keinen 1-3er ausspielen. Seine Card Draw Engine damit auslöschen. Wir können den spielen, danach den und haben wieder ein bisschen Ramp, sind auf 3-4 Mana nächste Runde und ziehen vielleicht noch gute Sachen. Ein Ketun-Druid hat nebenbei einige gute Spotties. Damit sind wir Face-Deck überlegen. Eigentlich sind wir damit Face-Decks überlegen. Oh, die Karte ist gut. So, zwei kleine 1-1er herbeirufen. Was will man mehr? Wir machen 3 Schaden mit der Heldenfähigkeit nächste Runde, im ersten Zug, wenn wir die Heldenfähigkeit nutzen würden. Der ist auch Late Game, aber der ist ziemlich gut. Das Ende naht! Okay, perfekt. Oh, das ist auch sehr gut, dass wir die Karte gezogen haben, zusammen. Dann können wir nämlich rampen. Hat er gedacht, wir spielen ein schnelles Deck. Nicht wir spielen ein schnelles Deck, Kumpel. Auch du nicht. Keiner von uns. Ja, das es scheint mir logisch. Look it. Wir haben ihm 2 Schaden gemacht. Wir haben auch. Wir haben einfach unsere Überlegenheit ausgespielt. Den jetzt zu spielen, war einfach dumm. Weil dann können wir nicht mehr. Aber wenn er überlebt, können wir die Vorteile davon nutzen. Wir hoffen einfach auf das Beste. Oh Gott, das war so ein Fehler. Wahrscheinlich. Aber wenn nicht, wenn er überlebt. Er hat's! Aber das war das Einzige, was wir hätten machen können. Es gab sonst nichts. Wir entdecken einen Diener. Funktioniert das? Das interessiert mich jetzt. Das ist aber nicht die Mondlichtung. Ob das zusammen kombomäßig funktioniert? Combo! Why not? Können wir auch machen mit 2 Karten. 3-2-2er. Und er hat keinen Coin, um das zu verändern. Er hat aber für 0 Mana. Dafür stirbt die aber. Damit hat er auch quasi 2 Karten eingesetzt. Das ist okay. Wir haben nichts auf der Hand, was uns gerade hilft. Deswegen werde ich das mal sein lassen.
Es hätte so gut sein können. Wir hätten es aber nicht machen dürfen. Wir hätten einfach warten müssen. Habt ihr das Artefakt? Und jetzt hat er, weil wir den nicht gespielt haben, seht ihr, hat er den ausgespielt. Wenn wir den ausgespielt, dann hätten wir aber auch nichts machen können. Wow. Wow, so schlecht muss er auch mal ziehen können. Ich meine, wir können jetzt, wenn wir Kitundus den haben, können wir beide in einem Zug einsetzen. Hoffen wir einfach, dass wir noch jetzt einigermaßen gut ziehen. Und dass wir dann irgendwie so ein 40er Ketun ausspielen können. Weil das ist die schlechteste Hand ever jetzt. Das ist hier richtig schlecht. Oh, nochmal, ja. Komm her mit dem Diener. Ist, naja, also stirbt mit einem Schlag. Dann ist der gerade sogar besser. Für den Kreuzzug. Er ist tatsächlich besser, tut mir leid. Aber weil er zwei Schläge dafür quasi braucht und der hat nur drei Leben. Er tötet also eine Karte sicher. Hat er drei Vierer auch gemacht. Hat ihm aber keine drei Schaden zusätzlich zugefügt. Ja, hätte er ihn auch anders töten können, dann vielleicht, ich weiß nicht. Jedenfalls können wir so quasi für umsonst den töten. Seht ihr? Keine Möglichkeit sieht der Kerl da, irgendwas gegen zu tun. Yay, wir haben Ketun. Schließt euch uns an oder sterbt. Das ist so traurig, ich will den hier aber so spielen. Machen wir jetzt auch nicht, so, hier. Ist mir scheißegal jetzt. Ja, wir spielen den nicht einfach so. Nur weil wir eins von unseren 10 Ketun-Karten nicht bekommen. Ja, ungefähr so viele haben wir wahrscheinlich im Deck. Begrüßt die Lehre. Ah, jetzt wird er den damit. Sauber. Wir können natürlich jetzt auch einen 12er Ketun ausspielen. Aber das macht keinen Sinn. Der holt den Seher. Ja, wir brauchen unbedingt Handkarten. Wir brauchen unbedingt irgendwas. Oh, das ist immerhin etwas. Seid ihr mein Meister? Das ist definitiv etwas. Nächsten Zug können wir den plus den zum Beispiel machen. Weil wir endlich unseren 10er Ketun haben. Wow. Ja, klau dir alles, ist mir egal. Ich würde natürlich lieber gerne was anderes haben wollen, aber... wir können den machen. Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften. Den können wir machen. Und wir können natürlich jetzt... den noch ausspielen. Und somit haben wir unseren Feld ganz gut gefüllt und unseren Ketun nochmal verstärkt. So, Mister, mach was dagegen. Wenn er es nicht schafft, unser Feld jetzt zu töten, könnten wir tatsächlich 28 Damage aufs Feld bohren, hauen. Und hätten noch vielleicht ein gutes Feld. Vielleicht. Jedenfalls, ja. Die haben aber was Scheiße gezogen. Na, hat er jetzt noch für 0? 4 Schaden auf alles? Mistkerl, wollte ich sagen. Ups. Hätte fast Mistgeburt gesagt. Jedenfalls war das gut. Ja, er will sie alle reduzieren. Das heißt, er hat für 0 die Karte, glaube ich, die 4 Schaden aufs Board macht. Damit tötet er zum größten Teil auch sein eigenes Board. Sehr interessant. Doch nicht. Minus 3 aber nur. Ja. Kann man natürlich auch machen. Er hat noch 2 Mana. Er hat überlebt. Seid ihr mein eigentlich gibt es nichts anderes. Also wir müssen jetzt quasi Ketun spielen. Das ist... eigentlich müssen wir den jetzt spielen. Obwohl, nee, müssen wir nicht. Wir können auch Karten ziehen und unseren Ketun aber so noch verstärken. Oh, das ist schon geil. Der alte Gott ruft. Bäm! Unser Ketun wird immer mächtiger. Das ist besser als... jetzt ein 40er Ketun, ja, wenn er, wenn Bronzebad überleben sollte, was ich nicht glaube. Aber so ein Priester, ja, er hat 3 Karten wahrscheinlich, mit denen er das Feld minus Schaden machen kann. Jedenfalls würden wir ein 40er Ketun auf jeden Fall spielen, ja, toll. Leider nicht. Hätte ich auf jeden Fall gemacht.
Hey, wir können den töten. Das finde ich auch gut. Wir können vor allem noch Karten ziehen. Oh, ich glaube, der ist eine gute Idee. Zum 14er. Endlich kriegen wir unsere Karten. Wisst ihr jetzt? Jetzt kriegen wir sie. Yay! Und jetzt können wir unser Feld fluten und irgendwann den 20er Ketun einfach ausspielen. Den Ketun müssen wir eben bis zum Ende aufhalten, weil er die Karten für 6 Mana hat, die unseren Ketun in sein Deck mischen. Und ich glaube nicht, dass wir uns das erlauben können, das durchzulassen. Wow! Okay, hat er ziemlich gut gezogen. Ich glaube, wir töten den jetzt damit einfach. Weil wir unseren Feld damit behalten können, nur Schaden schießen, das ist gut. So. War schon gut für ihn, dass er Ansturm hatte. 22er Ketun. Ja. Ketun wartet auf dich, mein kleiner Priester. Das sind nur mal 22 Schaden plus nochmal hier 12 Schaden. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Oh, das ist jetzt gefährlich. Was machen wir? Wir gehen Face mit allem auf Face einfach, oder? Ich meine, das sind 4, 8, 12 Schaden. Wenn ich Pech habe, hat er aber Ketun danach. Der macht auch viel Schaden wahrscheinlich. Wir können jetzt auch 12 Schaden reinhauen, dann haben wir noch 10 Leben. Und hoffen, und dann haben wir 7, 12. Warte, dann ist er tot, oder? Was? 22 Schaden machen wir. Wir müssen 22, 27, 34 Schaden machen. 4, 8, 12, 34. Ja, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe. Lalalala. Oh nein, wir haben alles getötet. Perfekt. Er hat mein Ketun geklaut. Oh mein Gott. Wir haben perfekt 34 Schaden gemacht, Leute. Ich würde sagen, das war ziemlich geil, das Ende. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Däumchen würde mich freuen. Und nächste Folge spielen wir, keine Ahnung, nochmal Ketun wahrscheinlich. Weil das Deck hat ziemlich viel Spaß gerade gemacht. Bis zum nächsten Mal also. Und hoffentlich haben wir dann nochmal so geile Situationen wie gerade eben. Tschüssi!